Hallo, freut mich, dass ihr wieder am Start seid. Wir beginnen heute mit einem 6 Minuten Armlap zum Warm-up. Ihr macht 20 Lunge Crossover, immer abwechselnd rechts und links, also 10 rechts, 10 links. Dann 20 Deadbugs, genau das gleiche, 10 rechts, 10 links. Achtet auf die Spannung im Bauch und dass euer Rücken immer am Boden bleibt. 20 Down and Ups, also unsere Burpees ohne Ablegen. 20 Air Squats, Kniebeugen. Und 20 Knee to Elbow Plank. Ähnlich wie die Mountain Climber, nur dass ihr nicht springt, sondern das Ganze schön kontrolliert und langsam macht. Da auch wieder Hälfte rechts, Hälfte links. 6 Minuten AMRAP, dann kommen wir zu unserem Mobility Part als zweites. Da machen wir zwei Übungen, einmal die Cobra für die Bauchmuskulatur, 30 Sekunden halten und den Hamstring Stretch ebenfalls 30 Sekunden halten. Dann haben wir im Workout heute zwei 7 Minuten AMRAPs. Zwischendrin macht ihr 4 Minuten Pause, das heißt immer 7 Minuten Vollgas, 4 Minuten Pause, nochmal 7 Minuten Vollgas. Das erste Armwrap, da haben wir drei verschiedene Übungen. Ihr macht 21 Skater Jumps, also von rechts nach links, 21 insgesamt. Dann 15 Tuck Jumps, da zieht ihr die Knie an, schön explosiv, und 9 Burpees. Wenn ihr damit einmal durch seid, fangt ihr wieder an bei den Skater Jumps, das ganze 7 Minuten. Dann habt ihr wie gesagt 4 Minuten zum Durchschnaufen. Und dann kommt das zweite 7 Minuten Armwrap, jetzt mit Übungen für den Bauch. Da macht ihr 21 diagonale Mountain Climber, das heißt, ihr zieht das linke Knie zum rechten Ellenbogen, rechtes Knie, linker Ellenbogen. 15 Tuck-Ups auf dem Rücken, dann zieht ihr die Knie zur Brust. Achtet darauf, dass euer unterer Rücken immer am Boden bleibt. Und 9 V-Ups, das heißt, ihr streckt die Beine aus, anders als bei den Tuck-Ups. Bei den Tuck-Ups habt ihr die Beine angewinkelt, bei den V-Ups streckt ihr die Beine aus und berührt oben jeweils eure Zehenspitzen mit den Händen. Das Ganze auch wieder 7 Minuten, so viele Runden wie ihr schafft. Und danach werdet ihr es ein wenig in eurer Bauchmuskulatur merken, vermutlich. Dann haben wir zum Cooldown nochmal den Hamstring Stretch, jetzt 1 Minute. Dann den Couch Stretch 1 Minute pro Seite und den Chest Stretch ebenfalls 1 Minute pro Seite. Viel Spaß beim Workout. Viel Spaß beim Muskelkater im Bauch am nächsten Tag. Genießt euer Wochenende und bis bald.